Moin moin allerseits, ich habe hier das neue Zion Crane Gimbal frisch aus China eingetroffen. Ich werde euch heute mal zeigen, wie man es zusammenbaut und ausbalanciert. Entschuldigt auch ein bisschen die Videoqualität, ich habe mit meiner Zweitkamera gefilmt, eine Sony NEX 3. Ja, hier haben wir auch schon das untere Griffstück vom Gimbal, wo man auch 1/4 Zoll Stative dran schrauben kann. Im Gimbalstab selber sind zwei Akkus drin, das sind in diesem Fall 18650er Akkus, die laut Hersteller 2 Stunden Dauerbetrieb durchhalten sollen. Hat sich bei mir in der Praxis bisher eigentlich auch so bestätigt. Das Coole ist, diese Akkus könnt ihr relativ günstig bei Amazon kaufen. Die gibt es auch in einer stärkeren Variante, dann heißen die 26650. Ja, da soll es ja in 4 Stunden drehen, kein Problem mit sein. Ja, weiterhin mitgeliefert ist auch ein Ladegerät, das ihr dann über dieses Micro-USB-Kabel zu Hause schön entspannt laden könnt oder wenn ihr unterwegs seid. Mit dabei auch optional eine Bluetooth-Fernbedienung, die habe ich mir jetzt bei eBay nochmal nachbestellt. Kann ich nur empfehlen, funktioniert gut, mehr dazu später. Insgesamt kommt das Gimbal mit 4 Akkus, für meine Bedürfnisse reicht das aus, weil das ergibt 4 Stunden Filmzeit. Auf jeden Fall eine coole Sache, die hätten auch einfach nur 2 Akkus mitliefern können. Ja, hier ist das Hauptteil des Gimbals, da sieht man meine Schnellwechselplatte, die ich dran montiert habe, habe ich euch auch in der Videobeschreibung unten verlinkt. Um jetzt das Gimbal einsatzbereit zu haben, schrauben wir einfach den unteren Griff fest an das Gimbal dran. Hier sei noch mal kurz erwähnt, dass man hier unten das ganz kleine Anschlussstück auch abschrauben kann, um so schneller die Akkus wechseln zu können. Ja, wenn ihr das alles festgeschraubt habt, könnt ihr eigentlich direkt anfangen zu balancieren. Aber zuvor empfehle ich euch dieses kleine Stativ, Kullmann Magnesit Copter. Habe ich auch in der Videobeschreibung verlinkt. So könnt ihr euer Gimbal sicher auf den Boden stellen. Kostet im Moment 25 Euro bei Amazon. Ich kann es nur empfehlen, weil so kippt euch das Gimbal samt Kamera nicht um. Und auch während des Drehs könnt ihr das Gimbal schnell irgendwo kurzzeitig mal abstellen. Hier seht ihr meine Sony Alpha 5100 mit dem 35mm 1.8 von Sony. Wichtig, Schnellverschluss gut festziehen, ihr wollt ja nicht, dass die Kamera rausfällt. Und ja, jetzt geht es darum, die 4 Einstellschrauben richtig einzustellen und das Gimbal auszubalancieren. Hier unten die erste Schraube ist bei mir jetzt schon richtig eingestellt, damit könnt ihr die Kamera nach vorne oder hier jetzt in dem Fall links oder rechts verschieben und so gucken, dass die Kamera nicht nach vorne oder nach hinten kippt. Die zweite Schraube ist hier die horizontale Linie. Da sieht man, die Kamera kippt jetzt sehr stark nach rechts. Dazu lösen wir hier einfach oben die Schraube und verschieben das Gimbal so weit, bis die Kamera einigermaßen ausbalanciert ist. Wichtig beim Festschrauben ist, dass ihr die Schraube wirklich sehr fest anzieht, sonst verstellt sich das Gimbal sehr leicht. Da müsst ihr wirklich mit Kraft die Schraube festziehen. So sollte es dann ungefähr aussehen, wenn ihr es ausbalanciert habt. Die Kamera liegt schön ausbalanciert auf der horizontalen Linie. Kommen wir zur dritten Schraube. Damit stellen wir die Höhe der Kamera ein. Um das zu überprüfen, müsst ihr die Kamera nach oben mit dem Objektiv zur Decke zeigen lassen und es loslassen. In meinem Fall kippt die Kamera jetzt nach vorne, das heißt, die Kamera ist zu bodenlastig eingestellt. Also löse ich die Schraube und schiebe das Ganze nach oben. Das sieht jetzt so schon perfekt aus. Ein bisschen Bewegung ist normal, aber in jeder Position hält die Kamera jetzt ihre Neigung. Als letzte Schraube haben wir hier unten direkt am Gimbal die Schraube. Das testet ihr einfach damit, indem ihr das Gimbal gerade vor euch haltet und nach links oder rechts zur Seite neigt. Hier sehen wir jetzt, das Gimbal dreht sich sehr wild und ist nicht richtig ausbalanciert. Wenn ihr die Schraube löst, könnt ihr das nach links oder rechts verschieben in der Ansicht und fertig eingestellt sollte das dann so wie jetzt aussehen. Ich neige das Gimbal nach links oder rechts und die Kamera oder das ganze Gimbal fängt nicht an sich zu drehen. Ja, schalten wir das Gimbal einmal ein. Sofort geht es in die Neutralstellung und ist standardmäßig jetzt im Follow Mode. Das heißt, wenn ich mein Handgelenk um die eigene Achse drehe, zieht das Gimbal langsam mit. Einmal drücken, kommen wir in den Lock Mode. Jetzt ist der Kamerawinkel fest eingeloggt und ich kann mein Handgelenk drehen, wie ich will. Die Kamera schaut immer in die gleiche Richtung. Nochmaliges Klicken und ich bin wieder zurück im Follow Mode. Ja, das Gimbal kann man auch falsch rum verwenden. Dazu muss man, wie hier gezeigt, sehr schnell den Gimbalstab falsch rum nach oben drehen.
dann versteht das Gimbal das relativ gut und ja, man kann schöne Low Shots machen. Später werde ich euch noch ein Testvideo zeigen, wo man sieht, dass das nicht immer gut klappt. Man muss halt schnell genug nach oben drehen. Durch Doppelklicken des Joysticks kommen wir in den sogenannten Pan and Tilt Follow Mode. Jetzt kann man auch auf vertikaler Linie die Kamera mitziehen durch Neigen des Gimbalstabs, wie man hier sieht. Und auch durch Drehung meines Handgelenks kann ich nach links und rechts schwenken. Das Coole an diesem Modus ist, dass ich nun mit dem Joystick die horizontale Linie ändern kann, das heißt die Kamera nach links und rechts neigen kann. Das finde ich sehr cool, weil so sehen die Aufnahmen nicht alle gleich aus wie diese typischen Gimbal-Aufnahmen, wo die Kamera immer gerade ausgerichtet ist. Dazu zeige ich euch später auch noch ein paar Testaufnahmen. Wenn wir jetzt zurück in den Lock-Mode gehen, dann hält die Kamera auch genau diese Einstellung. Ihr seht, ich kann oben das Gimbal drehen, wie ich will. Die Kamera behält genau diese voreingestellten Einstellungen, was ich sehr cool finde. Ja, hier sehen wir die Bluetooth-Fernbedienung. Da gibt es jetzt auch nicht viel groß zu sagen. Sie funktioniert ganz normal, wie der Joystick auch. Bis zu 10 Meter Reichweite soll sie haben. Und hier ist auch das Coole, dass das Gimbal 360 Grad sich drehen lässt. Das heißt, ihr habt keine Begrenzung drin. Alle drei Achsen sind 360 Grad drehbar. Es gibt auch eine kostenlose App von Sion, mit der ihr euch mit eurem Smartphone oder Tablet mit dem Gimbal verbinden könnt per Bluetooth. Da könnt ihr euch dann mit einer Anleitung zum Beispiel der genauen Kalibrierung eures Gimbals widmen oder einfach die Firmware eures Gimbals schnell und komplikationslos updaten. Auch könnt ihr live die PID-Werte eures Gimbals einstellen. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Bei anderen Gimbeln muss man meistens erst eine Verbindung mit USB-Kabel zum Computer herstellen. So könnt ihr auch live vor Ort die Werte verändern und alles einstellen. Coole Sache. Ja, das war mein Unboxing-Video zum Sion Crane Gimbal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und das Review-Video mit Testaufnahmen, was ich noch hochladen werde, verlinke ich euch hier in dem Video. Und ja, ich sag mal, bis dahin.